Hi Leute. Und zwar, sie machen nicht, was sie sagen. Und zwar habe ich so viele Leute kennengelernt, wo einfach dann in einem Einsatz sagen sie, oder arbeiten spirituell zum Beispiel, oder arbeiten irgendwie, reden von wegen Bewusstheit, von wegen einem bewussten Umgang, von einem bewussten und einem sozialen Verhalten gegenüber der Erde oder allem. Und dann im nächsten, der nächste Satz ist irgendwie, aber das Recht auf Fleisch essen habe ich irgendwie. Ja, aber das ist dann nicht mehr bewusst, okay? Also wenn ich irgendwie von Mitgefühl rede oder von, ja, davon, dass ich Mitgefühl habe gegenüber allen Lebewesen und allen Wesen und dann im nächsten Satz irgendwie mein, ja, aber ein Steak ab und zu ist ganz gut. Das gönne ich mir auch noch ab und zu. Dann weiß ich nicht, ob es dann ganz so weit ist. Oder es muss ja nicht nur Fleisch essen sein, egal, der ganze Umgang, wie mit Menschen umgegangen wird. Man, ja, in der Bibel stand schon, ihr werdet sie an ihren Taten erkennen. Und ich denke, daran kann man ganz einfach erkennen, wer es wie ernst meint, wer was überhaupt auch lebt oder bei wem es vielleicht gerade so im Kopf so angekommen ist, der was wiederholt, aber der das noch nicht lebt und noch nicht verinnerlicht hat. Es ist immer was ganz anderes, was verinnerlicht zu haben und zu leben, als was mal kurz erkannt zu haben und darüber zu reden. Und ja, man muss nur schauen, was die Leute tun und was sie sagen. Und das unterscheidet sich normalerweise ganz gewaltig. Tun und machen ist bei den meisten wirklich Weltenunterschied. Da wird immer toll geredet von wegen, oh ja, ich mach dies, ich mach jenes. Und dann am Ende kommt nichts bei raus, es sind nur leere Worte oder es ist, ja. Deswegen schaut wirklich immer, was die Leute machen. Daran könnt ihr ganz einfach erkennen. Bei den meisten ist es so offensichtlich widersprüchlich und ja, lasst euch nicht von irgendwelchen Leuten da bequatschen, die selber die Sachen noch nicht verinnerlicht haben und leben. Und man muss da wirklich aufpassen. Ja, man begegnet immer wieder so viele Menschen, die irgendwie dann am Ende, ja, am Ende ist man nur enttäuscht, enttäuscht, Ende der Täuschung, was auch wieder gut ist. Und ja, aber dann erkennt man wieder, dass es eben einfach nur, dass es noch nicht gelebt wurde. Was will ich damit überhaupt sagen? Verstrickt euch nicht so viel, es wird eh viel zu viel geredet. Einfach mal machen. Einfach tun, dazu braucht man nichts. Es wird immer nur so viel herumgeredet. Einfach mal machen. Auch immer diese, es sind viele Leute immer auf dem spirituellen Weg und machen da seit Jahren Meditation und seit Jahren dies und jenes. Und wenn das aus den falschen Gründen geschieht, dann bringt das alles nichts. Wenn es aus egoistischen Gründen ist, dann ist es nichts. Es ist eine Weltflucht. Ich denke, am Ende findet jeder eine Aufgabe. Es hat jeder eine Aufgabe. Und jeder findet die auch innerlich, wenn er auf dem Weg ist. Ja, und worauf ich hinaus will, ist einfach, dass verschwendet nicht eure Zeit mit Leuten, die nicht leben, was sie sagen, die noch nicht das wirklich verinnerlicht haben. Und lernt wirklich, schaut auf die Dinge, was die Leute machen. Schaut, wie die Dinge funktionieren. Wie es lebendig, wie jemand was macht. Und nicht das Gesagte. Sagen tun die Leute wirklich viel und am Ende kommt nichts bei raus. Es sind nichts als leere Worte und ja, konzentriert euch auf euch selber und macht einfach, machen. Ja, von nichts kommt nichts. Also manchmal muss man auch einfach was für tun. Ja,
Macht's gut. Ciao.